So, hallo, wir machen weiter bei Port Reloaded, nachdem ich gerade einen insanen Isaac One hatte. Folge 30. Bin ich wieder etwas motivierter, hier weiterzumachen. Ich habe nicht mehr ein bisschen Angst vor den nächsten Kammern. Wir nähern uns ja vermutlich dem Ende. Und, ach, ich bin da noch nicht reingelaufen. Und, ja, es ist halt echt schwer. Also, ihr merkt ja, ich sitze gut eine Stunde in der Kammer und dann löse ich sie wahrscheinlich nicht mal so, wie sie gedacht ist. Aber hey, wir gucken, was wir hinbekommen. Ich schaue auch einen YouTuber, mittlerweile sollt ihr vielleicht wissen, dass ich gerne Hypi gucke. Und der hat auch Portal Reloaded angefangen und der macht natürlich seine Projekte so, der bearbeitet viel, der schneidet viel und so weiter und so fort. Und der hat jetzt abgebrochen, weil er sagt, er kriegt es einfach nicht vernünftig geschnitten. So, ne, er sitzt ja auch ewig lange in den Räumen drin und er schafft's nicht und dann kriegt das nicht vernünftig geschnitten. Jetzt hat er das Projekt abgebrochen. The home stretch now. Only a few more chambers until this testing course is over. Time to introduce the last new testing element. Jetzt kommt entweder Gel. Gel würde noch fehlen. Und die Tunnel würden noch fehlen. Ich bin nicht sicher, vielleicht kann man die Tunnel... Oh, vielleicht kann man die Tunnel nicht durch das Zeitportal bringen. Wobei, man kann sie auch durch normale Portale bringen. Dann sollte man sie auch durch das Zeitportal bringen können. Aber ich würde auf Gel tippen. Ich meine auch im Trailer mal Gel gesehen zu haben. Scheiße. These Aperture Science Excursion Funnels will mostly work in both timelines. Have fun exploring all your options in the Gel kommt 100, Gel kommt safe auch noch. Gel kommt safe auch noch. Oh, ich will diese Dinger nicht. Oh, nee. Will nicht mit den Dingern spielen. Das wird so böse. Das wird so übel. Ah, oh, es wird so übel. Okay. Versuchen wir einfach nicht... 3 Jahre lang hier hängen zu bleiben. Okay. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt... Ja. Ich kann nicht mal dann durch, ne? Ich kann... Ja, ich kann literally nicht... Doch, ich kann durch. Okay. Ich kann durch. Das ist doch schon mal interessant. Also wo gewinne ich jetzt, wie komme ich jetzt, wie gewinne ich jetzt an Höhe? Das ist jetzt die erste Geschichte schon mal. Wie gewinne ich an Höhe? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich dann da hoch? Nirgendwo ist eine Fläche, auf die ich irgendwas setzen könnte. Also hier gewinne ich null an Höhe. Ach, im Boden. Natürlich im Boden. Oh, kann ich dann vielleicht... Ah, ich verstehe. Das sind so, da kann ich ein Portal nur setzen, nicht zum Durchgehen, aber um das Ding zu transportieren. Okay. Gut, dann machen wir doch den Spaß jetzt erstmal in der Gegenwart, weil der Würfel hier nützt mir ja nichts. Ich brauche den in der Gegenwart. Geht es in der Gegenwart genauso oder ist dazu? Nein, es geht in der Gegenwart ganz genauso. Perfekt. Ja, dann ist das ja schon mal kein Problem und wir kommen schon mal an den Würfel ran. Weil dann haben wir hier den Würfel und dieser Würfel ist ja dann auch in der Zukunft. So, ich werde jetzt jedes Mal, bevor ich die Worte Gegenwart und Zukunft sage, einen Moment nachdenken. Einen Moment werde ich nachdenken, dass es nicht immer zu verwirrend wird. Okay, ich nehme an, das Ding kann ich nicht rumdrehen. Es wirkt für mich zumindest so. Kann ich eigentlich... Ja, lol, das kann ich theoretisch tun. Wüsste aber nicht, was mir das nützt. Ach, lol. Stopp, 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 stopp. Da
passiert wahrscheinlich einfach literally. Ja, da passiert nichts. Warum sage ich so oft literally? Wo habe ich das denn jetzt wieder her? Was zur Hölle ist mein Problem mit Reden? Okay, wie kriege ich den... Ah, dieser Schalter kehrt das Ding um. Okay, wir müssen als nächstes da drauf. Dieser Schalter kehrt das Ding um. Das wollen wir hinkriegen. Jetzt gucken wir mal, was ich hier alles noch tun kann. Kann ich hier drin eine Wand erschaffen? Ist da irgendwas zum Durchschießen? Nein. Ach, hier oben ist... Okay, da oben ist auch nochmal so ein Ding. Interessant. Aber um zum Beispiel darüber zu kommen... Oh, sehe ich da... Ist dann... Ist das eine Fläche? Eine Portalfläche? Nee, scheinbar nicht. Also da ist eine Fläche? Das sind, ach, da ist eine Fläche. Nee. Also da ist eine Fläche, ja, aber da komme ich ja nicht rein. Wie kriege ich den Schalter hier ausgelöst? Wie komme ich da hin? Weil so... So komme ich da ja nicht hoch. Ich meine, ich kann auch jetzt das andersrum machen, aber dann drückt sie mich einfach runter. Ach, ich bin dumm. Never mind, ich bin komplett dumm. Basuf. Ich kann ja die andere Richtung nehmen. Ich kann ja die andere Richtung nehmen. Das war der falsche. Aber auch da gilt natürlich wieder, das sollte ich vielleicht in der Zukunft machen. Wobei, dann aber mit dem Würfel. Ja! Da oben brauche ich auch nochmal einen Würfel. Das muss ich bedenken. Da oben brauche ich auch nochmal einen Würfel. Ist in der Zukunft auch diese... Ich wollte nachdenken, bevor ich rede. Jetzt bin ich in der Gegenwart. In der Gegenwart ist auch der Grill hier. Ich muss einen Würfel also da durchbekommen, ohne am Grill hängen zu bleiben. Wir wollen jetzt erstmal das Ding da drücken. Wir wollen jetzt erstmal das Ding da drücken und dann sehen wir schon. Ich kann erstmal rumprobieren. So. Kostet ja nichts. Ich muss jetzt nur das richtige Portal umsetzen. Ich muss das blaue umsetzen. So, jetzt geht er nämlich in die Richtung und dann ist erstmal alles cool. So. Na? Jetzt mache ich das gleiche mit mir. Wenn ich es einfach von der anderen Seite nehme, geht es ja einfach in die andere Richtung. So. Da ist der Schalter. Ah, der Schalter löst gleichzeitig diesen Grill auch aus. Interessant. So, und dieses Ding kehrt jetzt das Ding um. Weil ich jetzt tatsächlich gerade nicht wirklich weiß, was mir das nützt. Oh! Den habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Den Kollegen da habe ich noch gar nicht realisiert. Gut, deswegen habe ich gemeint, ich will erstmal weiterspielen und erstmal gucken. Vielleicht ist da ja irgendwo irgendwas, was mir was nützt. Und tatsächlich, da ist etwas, das mir etwas nützt. Gut, jetzt folgendes. Ich lasse den mal hier oben. Ich komme da ja jederzeit wieder hoch. Und gehe mal wieder in die Zukunft. Da ist jetzt ja auch umgedreht. Genau. Kann ich den von hier oben eigentlich auch ab... Oh, Vorsicht. Kann ich den von hier auch abschießen? Nein, kann ich nicht. Ah, aber ich kann natürlich... Nee. So. Ich kann natürlich den hier machen. Oh, ich kann da nicht durchschießen. Oh, shit, jetzt ist der... Oh, nee, jetzt ist der wieder aus. Ah, Mist. Ich kann ihn so wieder anmachen, aber dann komme ich da nicht rein gleichzeitig.
Okay. Das stellt mich vor ein kleines Problemchen. Also so zieht er mich rein. Das ist richtig und wichtig. Aber... so nützt es mir noch nichts. Aua. So nützt es mir noch nichts. Wie kann ich dieses Ding hier lassen und trotzdem hier was hochschicken? Wobei, das ist doch jetzt das Portal aus der Vergangenheit, ne? Aus der Zukunft. Wenn ich jetzt hier... Nein, andersrum. Ich muss hier in der Vergangenheit hier das Portal setzen. Also hier muss ich es setzen. Und hier ist das immer noch da. So. Aber ich muss da hochkommen, um da das... Ich kann das sonst nicht... Ja, ich treffe das sonst nicht. Ich sehe das von keiner anderen Fläche, sehe ich das. Was natürlich etwas kritisch ist. Ich komme da von keiner anderen Fläche ran. Ja, das ist jetzt noch nicht so ganz das, was ich gesucht habe. Einen gewissen Schritt haben wir schon mal erreicht, aber das ist noch lange nicht das, was wir brauchen. Na, und das ist jetzt der Punkt, wo eben Hübi sagt, er sitzt auch stundenlang in so einer Kammer. Und ich lade es halt einfach hoch und ihr guckt es euch an und ihr lasst es bleiben. Ne? Und er will halt dann das natürlich einigermaßen angenehm zusammenschneiden und das kriegt er da nicht mehr hin. Wie gesagt, doppelte Geschwindigkeit ist euer Freund. Nebenbei irgendwas anderes machen, keine Ahnung. So. Ich komme noch nicht. Jetzt müsste ich da drin sein. Dann würde ich da durchgezogen werden und dann wäre erstmal alles cool. Aber ich bin da nicht drin. Wie komme ich da gleichzeitig rein? Oh! Ich kann hier ein Portal setzen. Beziehungsweise andersrum. Ich kann hier ein Portal setzen. Dann zieht er mir das ja in. Zieht er mich ja hier rein. Und das da oben bleibt ja. So, das. Daran ändert sich ja nichts. So. Dann kann ich jetzt hier reingehen. Und kann das hier machen.
Wieso kommt da jetzt nichts raus? Es muss andersrum sein. Ja, das geht ja auch. Dann setze ich es hier hin. Müsste ich jetzt nicht? Ach, war ich das wieder weg? Und das verschwindet doch jetzt nicht. Wenn ich jetzt das hier hinsetze, verschwindet das doch nicht. Ach, ich bin dumm. Nee, passt. Passt theoretisch. Jetzt ist halt... Also jetzt habe ich schon geschafft, dass ich drei Tunnel in einem Raum habe. Jetzt habe ich es schon geschafft, drei Tunnel in einem Raum zu haben. Das ist schon mal ein Teilerfolg. Das ist immer noch nicht das große Ziel. Aber es ist schon mal besser, I guess. Hoi. Wenn es andersrum wäre, würde mich das zwar hochziehen, aber dann da drüben nach da drücken. Also das darf es auch nicht sein. Jetzt muss ich aber da irgendwie hochkommen. Beziehungsweise hier müsste das jetzt sein. Aber hier ist es jetzt nicht. Oh mein Gott, was passiert? Wenn ich das hier tue. Wo probiere ich das jetzt mal kurz aus? Ist eigentlich egal, wo ich es ausprobiere. Das ist insane. Das ist ja insane. Okay. Okay, so. Jetzt kann ich mich hier draufstellen. Jetzt geht es auf. Also hier muss jetzt natürlich noch ein Würfel hin. Wie schaffe ich es jetzt, gleichzeitig den Würfel hier hochzubekommen? Wenn hier der Würfel liegen würde, könnte ich, glaube ich, rankommen. Ich bin mir nicht sicher. Das Ding ist... Ja. Ja. Lass mich kurz ausprobieren. So rum ist falsch. So wird er hochgezogen. So wird er hergezogen. Ich hab's. Wir müssen Folgendes tun. Ich muss jetzt hier den Würfel wegnehmen. Den brauchen wir hier ja gar nicht. Die Idee, die ich ja gerade hatte, die geht ja in beide Richtungen. Ob ich das jetzt so mache, ist egal. Ob ich mich da jetzt anziehen lasse oder abgestoßen werde, ist egal. Ich krieg so oder so kriege ich die Luft. Bekomme ich die, ne? Lasst mich labern. Der muss hier hin. So. Jetzt Folgendes. Das kann ich erstmal lassen. Das ist erstmal völlig irrelevant. Der ist noch da. Sehr gut. Alles, was ich brauche, ist, dass der da ist. Dann setze ich den Würfel so hier hin. Fällt er dann durch, wenn ich da das Portal aufmache? Nein. Er fällt nicht durch. Würde er von dem angezogen werden, wenn ich das anmache? Jetzt habe ich es versetzt. Es war noch da. Jetzt habe ich es versetzt. Ich muss es aber kurz testen. Er würde angezogen werden. Okay, gut. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Nun.
Oh, mein Kollege. Ja, das war dumm. Ich hätte es nicht versetzen dürfen. Aber es ist egal. Wir kriegen es noch. Das kriegen wir gerettet. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ich muss das nur wieder dahin setzen. Das ist jetzt nicht weiter. Das ist jetzt nicht weiter schlimm. Das da. Falsche Richtung. Das dauert jetzt nur noch mal ein bisschen, bis ich es habe. Aber ich habe es gleich. Ja, das war jetzt dumm. War jetzt ein bisschen dumm. Ist aber egal. Passt alles. Alles gut. Alles gut. Alles gut. So. Jetzt ist wieder alles normal. Okay. Du also hierhin. So, dass ein Portal hier nichts Böses tut. Gut. Sehr schön. Ich hierhin. So. Jetzt. Portal so. Dann das weg, das hin. Ach nee. Also wieder sehr. Nein, 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 stopp. Oh, wait, das funktioniert auch. Nein, nein, stopp, der geht kaputt. Stopp. Das wollte ich nicht. Nein, stopp. Ich will da noch nicht rein. Ich will da noch nicht rein. Ah, jetzt muss ich den wiederholen. Oh. Mann. Das ist. Ah, das kostet gerade nur alles Zeit. Ich hab's doch schon gelöst. Ach, so ein Käse. Wait, wo ist der? Wieso ist der nicht... Hä? Müsste der nicht da liegen, wo der in der... Ja, eben. Wieso hat's den jetzt nicht umgesetzt? Müsste da nicht der Würfel... Okay, ich meine, dann hole ich mir halt den nochmal hier. Ist dann auch egal. Ändert ja nichts. Das war ja interessant. Okay, so, komm mit. Aber stimmt, über diesen Tunnel nach oben hätte das auch funktioniert. So ist wahrscheinlich die richtige Lösung und ich mache es mit meinem Sprung, mache ich es anders, als es gedacht ist. Aber ganz ehrlich, I don't care. Aber stimmt. So wie ich es mache, so mit dem blauen, in der einen Zeit ein blaues Portal, in der anderen Zeit ein orangenes Portal, diesen Gedankengang müssen wir uns merken. Der wird vielleicht für ein anderes Rätsel nochmal erheblich wichtig sein. Im Moment geht es so, wie ich es gelöst habe. Im Moment geht es so, wie ich es gelöst hätte. Wenn ich jetzt nicht so dumm gewesen wäre und das Portal einfach falsch gesetzt hätte. So, hier und hier. Und jetzt werde ich da reingezogen und jetzt ist alles cool. Denn jetzt passiert Folgendes. Ich gehe hier drauf. Der Grill ist weg. Beziehungsweise ich kann erst mal den Würfel hier hochziehen lassen. Muss ich nur aufpassen, dass ich es richtig setze. So. Und der muss angezogen werden. Genau. Ja, und jetzt haben wir es. Na, jetzt kommt der Würfel zu mir. Nice. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Aber diesen Gedankengang aus der einen Zeit ein blaues und aus der anderen Zeit ein orangenes, das sollten wir im Kopf behalten. Das könnte noch essentiell wichtig werden. Oh mein Gott. The time-bending technology used to create these time portals is only stable in one specific configuration. We cannot choose the exact point in time to which the time portals will lead. We can only take a small glimpse at what the facility looks like 20 years from now. Okay. What exactly transpired is still unknown, but the data we collected points to a single rogue test subject. Okay. Interessant. So. Sieht doch gar nicht mal so groß aus. Es sind ja hier auch nur 3 Millionen Möglichkeiten, irgendwelche Tunnel zu setzen. Oh Gott, ich ahne jetzt schon, was hier passiert. Wir müssen hier einen Würfel transportieren und der muss dann irgendwie hier landen oder so. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Mhm. So, wenn ich hier drauf gehe, switcht das Ding um. Wenn ich hier drauf drücke, kommt hier ein Würfel. Der muss transportiert werden.
Ah, ist da eine Wand oder wo hängt der gerade? Da ist eine Wand. Ach, da sind Gitter. Aha. Da ist ein Gitter, dann kommt der da gar nicht durch. Ach, da ist ein Sprungdings. Okay. Also alles, was ich jetzt tun könnte, wäre aber ihn... Was macht er? Macht das das Ding aus? I see. Oh mein Gott, ist das genial. Oh lol, jetzt ist er da oben drin. Chillig. Tschüss. Dann lässt man ihn über der Sprungplattform los. Dann hüpft er da eine Runde. Dann könnte man jetzt zum Beispiel mit irgendeinem anderen Portal... Beispiel... Ach so, oh, nein, 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 nein. Ah, ich muss das anmachen. Okay. Hier wäre ein Portal und hier wäre ein Portal zum Beispiel auch wieder möglich. Und dann würde er hier jetzt weitergebracht werden. Ist da oben offen? Oder ist da auch ein Gitter? Da ist offen. Dann wäre er da. Dann könnte ich ihn... fallen lassen, das würde nichts bringen. Aber da oben ist dann erstmal Schluss für ihn. Er müsste dann sozusagen hier runter und runter. Ah, runter geht mit dem immer noch. Runter geht mit dem hier immer noch. Ich glaube, den ersten Teil vom Rätsel muss ich wirklich komplett in der Zeit machen. Weil hier mit der Zeit hin und her switchen funktioniert ja gar nicht vernünftig, oder? Jetzt geht er hier runter, der Würfel jedenfalls. Dann muss ich hier, muss ich ihn da abholen. Jetzt ist es verkehrt rum, dann kann ich es aber drehen. Dann geht es in die Richtung weiter. Muss ich mal gucken. Ist hier ein Gitter? Nein, da ist kein Gitter. Dann geht er hier durch. Dann geht er hier durch. Da ist ein Gitter. Er geht hier durch, dann ist er hier. Alter. Dann ist hier wieder eine Plattform. Da muss ich ihn wieder umdrehen. Dann geht er wieder nach oben. Holy shit. Und dann ist da oben, was ist das? Was bist du denn? Irgendeine Sprungplattform oder so? Ich weiß es nicht. Jedenfalls kann ich ihn dann hier wiederholen. Oh! Das fährt aus, wenn ich... Okay, das fährt aus, wenn ich es... Okay. Was macht es, wenn ich es umdrehe? Das fährt immer aus, okay. Ja gut. Kann es ja machen. Und dann ist der Würfel hier. Und dann muss er nur noch da unten auf dem Ding landen. Und zwar aber vorsichtig. Dann würde ich ihn lieber praktisch nach unten ziehen lassen. Yo! Und jetzt wäre der Würfel hier. In dieser Zeit, ohne dass wir irgendwas in der Zukunft gemacht haben. Dann probieren wir das doch jetzt erstmal. Das ist ja schon schwierig genug. Das ist ja schon schwierig genug, das jetzt umzusetzen. Vor allem, ich sehe es halt jetzt schon. Ja, der fliegt gleich runter. Okay, wenn ich den ungünstig platziere... Oh, das wird böse. So ist er jetzt relativ gerade, ne? Ja, so ist er relativ gerade. Okay, das ist ganz angenehm. So, hier muss das Ding hin. Und wenn er oben ist... Das geht da nicht durch. Ach, hier muss es rein. So, genau. Jetzt geht er hier durch... Dann fange ich ihn hier mit auf. Dann geht er da runter. Ah, nee, da darf er nicht rein. Da darf er nicht rein. Er muss wieder zurück. Ich muss ihn hier dann auffangen. Da muss ich ihn auffangen. Da muss er rüber. Jetzt muss ich ihn damit hochschicken. Also ein bisschen zurückfahren lassen. Und ab nach oben. Alter, ist das gut. Jetzt muss ich ihn hiermit abfangen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt.
Bleibt er da dran kleben? Egal, was ich mache, oder? Ach nee, der wird ja gegen ihn gedrückt. Ich bin dumm. Wenn ich jetzt umdrehe... Okay, das hat dieses Ding überhaupt nicht interessiert. Das ist vielleicht nur zum Gerademachen da. Jetzt wieder zurück. Und hierhin. Nice! Ja, das war's. Jetzt ist hier oben offen. Und das ist jetzt ja auch in der Zukunft. Weil da liegt er jetzt ja auch. Okay. Ja, jetzt liegt er in der Zukunft allerdings da drüben. Stimmt. Er liegt in der Zukunft da drüben. Und ich muss ihn auf die Seite bringen. Aber das dürfte jetzt... Ich sehe jetzt hier irgendwie noch nicht die Schwierigkeit. Ich bin mal gespannt. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe hier gerade noch nicht die Schwierigkeit. Aber vielleicht kommt sie noch. Vielleicht kommt die Schwierigkeit noch. Ich will jetzt dafür sorgen, dass ich den Würfel bekomme. Um ganz kurz zu erklären, was ich vorhabe. Der Würfel hier wird ja immer wieder neu gesetzt. Also eigentlich dürfte da nichts passieren. Eigentlich kann ich ihn auch einfach so neu mir holen. Ich kann ihn ja jederzeit mir hier neu holen. Also ist egal, wie rum ich es mache. Gut. So, zack. So, weg mit dir. Jetzt ist da oben zu, richtig. Dann hier rüber. Umdrehen. Dann hier runter. So, und jetzt kann ich ihn eigentlich... Ah, stopp! Ich bin dumm. Ich muss das orangene Portal woanders hinsetzen. Und ihn ausmachen. Irgendwo, wo ich ihn schnell fangen kann. Irgendwo, wo er mir... Wo er weit genug sozusagen fallen kann, sodass nichts passiert. Da, das hier ist perfekt. Okay. Achtung. Hui! So. Jetzt haben wir den. Jetzt gehen wir damit in die... in die Gegenwart. Das funktioniert. Und alles, was ich doch jetzt tun muss, ist, dass der Würfel da dieses Ding drückt. Dafür geht hier oben das Ding durch. Jetzt muss nur noch der... Jetzt muss der Würfel noch ins Portal. Jetzt muss der Würfel noch da hoch ins Portal. Okay, 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 okay. Ich habe eine Idee. Das könnte etwas hektisch werden. So lösungstechnisch. Ich habe zwei Ideen. Ich habe zwei Ideen. Zum einen sieht es da oben aus, wie wenn ich den Würfel einfach... In the event that something horrific were to happen to this facility in the future, my protocol is to find a viable candidate that can withstand the effects of time travel on the human body and help to rectify whatever led to the tragic events of the future. Ich wollte jetzt erst sagen... That's where you come in. We need you to stop this test subject dead in its tracks and save the facility. Ja, ich bin das Testsubjekt selbst, du Knallkopf bestimmt. Aber ich kann ihn einfach da hinsetzen. Das macht's viel einfacher. Ich wollte jetzt hier was Kompliziertes bauen, sodass er dann da runterfällt, gerade hier durchschießt und ich dann schnell wieder das Ding aktiviere. Muss ich gar nicht. Das war's. Er wird hier rübergezogen. Hä? Das war viel zu einfach. Das war viel zu einfach. Soll mir recht sein. Ciao. Ciao. Ich bin raus. Wiedersehen. Nächstes Mal kommen hundertprozentig in Kammer 25 die Gele dazu. Hundertprozentig kommen die Gele dazu. Und ich bin gespannt, was dann passiert. Aber der Raum war ja gerade easy. Ich bin begeistert. Danke fürs Zuschauen. Endlich mal wieder ein kurzer Portal-Part. Und tschüss.